Brandaktuell und, wenn stimmt, die Meldung des Jahres. Die Washington Post berichtet, dass die Nord Stream Pipelines gesprengt worden sind vom ukrainischen Militär. Aber nicht nur das, die Pläne dafür, die seien schon monatelang bekannt gewesen, und zwar nicht nur beim US-Geheimdienst, sondern auch bei der Bundesregierung. Das wirft jetzt wirklich Fragen auf. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Die großen Spione und die Geheimnisverräter, die sind ja auch alle nicht mehr das, was sie mal waren. Normalerweise, da stellt man sich ja diese Welt mit den ganzen Agenten und Spionen und Staatsgeheimnissen ungefähr so vor. Aber in letzter Zeit, da waren dann zumindest die großen Verräter eher solche Leute. Edward Snowden, schon eher ein Anti-Held, ein schüchterner Schreibtischtäter. Kurz danach Bradley Manning, aus dem dann durch Hormontherapie Chelsea Manning geworden ist. Und damit macht man sich beim Durchschnittsamerikaner auch nicht gerade beliebt. Geheimnisverrat und sowas, das geht ja noch, aber sowas dann, na gut, okay. Und dann aber dieses Jahr Jack Teixeira oder wie auch immer man den ausspricht. Die Bilder sind alle von Wikipedia. Jack Teixeira, ein Milchbubi, der es irgendwie zum Militär geschafft hat, da dann auch an Geheimdokumente sogar rangekommen ist, die er dann anscheinend rein aus Geltungsbedürfnis auf irgendeiner Plattform veröffentlicht hat mit einem Haufen Spinner. Und das Abgefahrene ist jetzt aber, dass erstens in einem von den Dokumenten, da ging es anscheinend um die Sprengung von Nord Stream 1. Und zweitens, die Washington Post hat jetzt dieses Dokument. Extrem peinliche Sache. Und es geht jetzt in dem Dokument nicht um die tatsächliche Sprengung, sondern es geht vorher um Sprengungspläne. Aber Sie wissen ja, es hat sich ja vor ein paar Monaten schon der Verdacht ergeben, dass diese Pipelines eben von einem Taucherteam mit 6 Personen aus der Ukraine gesprengt worden sein könnten. Und in dem Dokument geht es eben wohl darum, dass ein Taucherteam mit 6 Personen aus der Ukraine die Pipeline-Sprengung plant. Und außerdem hat die Washington Post gestern berichtet, dass das wohl alles eben geplant worden sei, letztlich vom ukrainischen Militär unter Valery Salushny, das ist der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, der wäre da verantwortlich, möglicherweise eben auch ohne das Wissen von Präsident Zelensky, um den damit dann eben auch nicht zu belasten. Mit anderen Worten, es wird immer wahrscheinlicher, dass tatsächlich die Ukraine die Pipelines gesprengt hat. Ich habe im März zu dem Thema ein Video hier gemacht, da ging es auch um diese ganzen Theorien damals. Also was spricht jetzt dafür, dass es die Ukraine war oder dass es Russland war oder die USA oder die Grünen und so weiter. Und es war ja alles höchst dubios. Russland hat ja in dem Sinn kein Motiv gehabt, dass es damals die Pipelines gesprengt hat. Und es ist sowieso kein Gas mehr durchgeflossen damals und sie haben dadurch ja auch ein Druckmittel eigentlich eher verloren. Und was auch auffällig war, dass man sich von der westlichen Seite damit Anschuldigungen gegenüber Russland auch relativ zurückgehalten hat immer. Und zwar dann auch irgendwann mal gar nicht mehr so das große Ding. Man hat sich schon ansatzweise empört und Joe Biden hat ja zum Beispiel auch gesagt, das ist ein eindeutiger Sabotageakt und man wird dem Ganzen jetzt auf den Grund gehen. Aber naja, im Großen und Ganzen war es damals auch schon egal. Aber man kann es trotzdem nicht oft genug betonen. Es war ein Anschlag auf vitale europäische Infrastruktur. Und der wirtschaftliche Schaden war gewaltig, speziell ja auch in Deutschland. Und das Ganze war ja auch im September, also ein paar Wochen vor Wintereinbruch, kann man sagen. Und dadurch kann man eben auch durchaus sagen, es war in gewisser Weise ein gegen uns gerichteter kriegerischer Akt. Und ich habe es damals schon gesagt, aus Sicht der Ukraine, da kann man das Ganze ja fast schon nachvollziehen irgendwie, weil die Pipeline natürlich auch noch so eine Art letztes Bindeglied war zwischen Russland und Westeuropa. Und wenn da wieder Gas durchgeflossen wäre eines Tages, dann hätte das eben auch den Krieg gegen die Ukraine weiter finanziert.
Aber wenn man das nicht will als Ukraine, dann müsste man eigentlich ja auch die Belieferung von Gas über die Pipeline stoppen, die noch direkt durch die Ukraine geht. Nur das wäre natürlich dann ein offen aggressiver Akt und das traut man sich dann doch nicht, weil man will dann ja auch noch Flugzeuge haben und Panzer von uns. Es ist jetzt alles noch nicht sicher natürlich. Wir haben bis jetzt nur den Artikel von der Washington Post, aber der scheint mir jetzt auch nicht leichtfertig geschrieben worden zu sein. Sie können den auch lesen. Ich mache Ihnen den Link dazu hier unter dem Beitrag auch. Aber wenn es so ist, dann ist eben der Punkt nicht nur der, dass die Ukraine sozusagen unsere Energieinfrastruktur angegriffen hat, sondern dass es die USA 3 Monate vorher schon gewusst haben. Und nicht nur das, die haben diese Infos auch an die europäischen Geheimdienste weitergegeben. Sie haben sich da also eigentlich korrekt verhalten. Und die Bundesregierung, die hat dadurch dann eben auch Bescheid gewusst, bevor sie dann in die Sommerferien gefahren ist. Und jetzt kommt die große Frage natürlich, wenn man das vorher schon gewusst hat, warum lässt man das dann geschehen oder warum schaut man da tatenlos zu, anstatt dass man die Leute eben auch mal anspricht und sagt, wir wissen, was ihr vorhabt oder was zumindest Teile von eurem Militär wahrscheinlich vorhaben, das lasst ihr jetzt mal bitte schön bleiben. Ihr könnt von uns nicht weiß Gott was fordern und haben wollen und dann jagt er unsere Pipelines in die Luft. Formal gehören die Pipelines zu Gazprom mehrheitlich zu 51%, aber es war eben ein Konsortium auch mit mehreren deutschen Unternehmen und allein der Schaden direkt an den Pipelines, der liegt ja im dreistelligen Millionen-Dollar-Bereich und insgesamt hat das Konsortium auch Milliarden investiert und dazu kommt dann ja auch noch der Schaden durch den potenziellen Lieferausfall und auch die psychologische Wirkung, die das gehabt hat. Hat man das Ganze vielleicht nicht ernst genug genommen oder hat man es unterschätzt? Ich kann dazu wieder nur die Washington Post zitieren. Zumindest in den USA hat man das anscheinend schon relativ ernst genommen, weil man da eben auch angeblich wissen würde, dass die Ukraine zu solchen Aktionen neigt möglicherweise. Und die USA hätten die Ukraine auch schon öfter ermahnt, dass sie den Krieg jetzt nicht unnötig eskalieren sollen, zum Beispiel durch Anschläge innerhalb von Russland, also Autobomben und solche Dinge. Und sie haben es ja auch offenbar ernst genug genommen, um das Ganze dann eben auch zum Beispiel an die Bundesregierung weiterzuleiten vor der Sommerpause, sodass sich dann wieder eben die Frage stellt, warum ist dann nichts passiert dagegen? Warum hat man nicht versucht, diesen Schaden vom Land abzuwenden? Oder hat man es am Ende vielleicht sogar versucht und es hat aber nichts gebracht und die Ukraine hat es trotzdem gemacht, was ja irgendwie eigentlich noch schlimmer wäre. Aber die schlimmste von allen Varianten, das ist eben wirklich die, wenn die Bundesregierung sich wissentlich dazu entschieden hätte, dass sie das eben nicht wirklich weiter verfolgt, sondern wenn sie gesagt hätte, schauen wir doch mal, was da passiert und wenn die jetzt die Pipeline wirklich sprengen, dann ist es wenigstens an unsere Bevölkerung ein klares Signal, dass das Tischtuch mit Russland jetzt komplett zerrissen ist und dass sie dafür aber den Schaden in Kauf genommen hätte. Und ob das so war, das muss jetzt eben wirklich auf den Tisch. Weil wir haben jetzt anscheinend die Situation, und da zitiere ich jetzt wieder die Washington Post, wir haben jetzt anscheinend die Situation, sagt zumindest ein ungenannter Diplomat da, dass bei den EU-Treffen und den NATO-Treffen inzwischen alle rumlaufen und nur noch sagen, bloß nicht über Nord Stream sprechen, bloß nicht über Nord Stream sprechen. Und verstehen Sie mich da nicht falsch, ich bin jetzt hier keiner von denen, die sagen so Dinge wie, ja, Putin ist doch eigentlich der Gute in dem ganzen Stück und die Schurken, das sind die Ukraine und der Westen und außerdem machen wir uns hier auch gerade alle zum Affen. Aber für die, die das sagen, für die ist das Ganze jetzt natürlich schon eine unglaubliche Bestätigung und eine unglaubliche Steilvorlage. Und darum müssen die Fakten da jetzt wirklich auf den Tisch. Zur Not auch mit einem Untersuchungsausschuss. Ich würde das für völlig angemessen halten. Auch mit entsprechenden Konsequenzen für Beteiligte dann gegebenenfalls. Wir müssen jetzt wirklich erfahren, was da gelaufen ist und wie das gelaufen ist und warum anscheinend
scheinen da niemand willens gewesen ist oder fähig gewesen ist, den Schaden von uns abzuwenden. Ich habe das Video jetzt, ich gebe es zu, ich habe es schnell gemacht. Ich stehe da jetzt auch noch ein bisschen unmittelbar unter dem Eindruck von dieser aktuellen Berichterstattung. Ich habe das selber noch gar nicht so richtig verarbeitet. Und eigentlich wollte ich heute auch ein Video machen zum Rohstoffsektor. Also warum der sich so schlecht entwickelt gerade, weil die Börsen an sich ja eigentlich hochgehen und ob das auf Dauer so bleibt. Aber das jetzt, das war ja in gewisser Weise auch ein Rohstoffbeitrag. Und sogar ein ziemlich aktueller jetzt. Und die übrigen Rohstoffe, die machen wir dann einfach nächste Woche. Und nächste Woche kriegen Sie zusätzlich auch zu dem Thema von uns auch einen Rohstoffmärkte-Zukunftsmärkte-Report mit ein paar Favoriten von uns aus dem Rohstoffsektor eben. Und die Reports von uns sind kostenlos, wie immer. Und Sie bekommen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Aber das Thema jetzt, das fand ich eben doch auch sehr wichtig aus aktuellem Anlass eben. Und ich kann auch wirklich nur hoffen, dass das jetzt endlich mal nichts mehr ist, worüber sich jetzt ein paar Tage lang alle ein bisschen aufregen und das dann aber wieder in der Versenkung verschwindet. Dafür ist das Ganze zu ernst. Aber schauen wir mal, was wir da in den nächsten Tagen noch dazu erfahren, auch an Stellungnahmen natürlich. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Erstmal alles Gute Ihnen und wie immer Dankeschön fürs Zuschauen.